Das ukrainische Volk wurde heute mit dem Sacharow-Preis des Europaparlaments geehrt. Wichtiger als diese Anerkennung sind für viele Menschen aber die finanziellen Hilfen. 1 Milliarde Euro hat die Geberkonferenz in Paris beschlossen, damit das Land irgendwie durch die kalten Monate kommt. Die Zivilbevölkerung leidet weiter, ohne Strom, ohne Wasser. Verhandlungen sind nicht in Sicht. Und Forderungen nach mehr Panzern, gerade auch aus Deutschland, die werden wieder lauter. Das war auch Thema heute im Bundestag. Der Ukraine-Krieg im Winter, was kann der Westen noch tun? Unser Thema heute in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Aber kein einziger von Putins Plänen ist aufgegangen, weil Putin sich getäuscht hat über den Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer, über Europa, über uns, über den Charakter unserer Demokratien, über unseren Willen, uns zu widersetzen gegen Großmachtwahn und Imperialismus. Der Bundeskanzler heute Morgen in seiner Regierungserklärung zum EU-Gipfel. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus Berlin und darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Bei uns ist Alexander Liebmann, er ist Professor für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Osteuropa und Russland hier an der Freien Universität in Berlin. Geboren ist er in Moskau. Gustav Gressel ist bei uns, Militär- und Sicherheitsexperte des European Council on Foreign Relations. Und herzlich willkommen Ute Fink-Krämer, Vorstandsmitglied der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung. Das ist ein Netzwerk von friedenspolitischen Initiativen und sie war auch einmal Abgeordnete für die SPD. Und herzlich willkommen Daniela Prugger. Sie ist freie Korrespondentin und berichtet seit 2019 aus der gesamten Ukraine, vor allem für die österreichische Tageszeitung Der Standard und ist uns heute Abend zugeschaltet aus Wien. Herzlich willkommen, Frau Prugger. Herr Gressel, wir haben es eben gehört, der Bundeskanzler hat gesagt, Putin habe sich getäuscht und hat noch mal deutlich gesagt, dass man auch der Ukraine eben entschlossen geholfen hat. Stimmen Sie zu? Wie entschlossen hat Deutschland die Ukraine bisher unterstützt? Also ich würde dem zustimmen, wenn wir am Ende der Fahnenstange wären, aber der Krieg ist ja noch lange nicht vorbei. Und Putin hat zwar zugegeben, dass der Krieg länger dauert aus russischer Sicht, aber er hat immer noch den Sieg vor Augen. Und er sieht das Ziel, einen Siegfrieden zu erreichen, also die gesamte Ukraine zu unterwerfen und in das russische Imperium einzugliedern, immer noch als das Kriegsziel, dem er also nacheifert. Solange das leider der Fakt ist, kann man eben noch nicht davon reden, dass wir gewonnen hätten oder dass wir über den Berg wären oder dass die Unterstützung reicht, weil wir sind immer noch in dem Prozess und wir sind immer noch dabei, uns dabei zu finden, die Unterstützung zusammenzukratzen, die Ukraine braucht, um diesen Krieg dann letztendlich über den Verlauf des nächsten oder übernächsten Jahres zu gewinnen. Aber es wurden ja ziemlich viele Milliarden jetzt bereitgestellt, um der Ukraine weiter zu helfen. Ist das was für ein Zeichen ist das in Richtung Ukraine? Also zuerst mal gibt es den Finanzrahmen, der Russland zeigt, was auch immer du für ökonomischen Schaden, für sozialen Schaden in der Ukraine anrichtest. Wir fangen das auf, wir finanzieren die Funktionalität des ukrainischen Staates. Der Krieg kostet ja 40 Millionen pro Tag. Das fängt bei der Munition an und hört bei den Gehältern für das Sanitätspersonal, für die Retter, auch für die Arbeitslosenunterstützung. Es gibt ja kaum noch werkstätige Arbeit jetzt in der Ukraine zu verrichten auf. Und diese Kosten bleiben irgendwo liegen. Die zweite Komponente ist aber natürlich die Ukraine steht im Krieg und braucht einen militärischen Nachschub, braucht militärisches Gerät, das jetzt auch aus dem Westen kommen muss, aufgrund der Zerstörung der eigenen Rüstungsindustrie. Und da sind die größten Fragezeichen aus meiner Sicht gesetzt. Wir haben die Panzerdiskussion der Ukraine, gehen langsam aber doch die Munition für Kampfpanzer östlicher Bauart aus. Wenn sie genauso wie bei der Artillerie westliche Kaliber verschießen will, dann braucht sie auch irgendwo einen Panzer, wo durch die Kanone diese Munition passt. Und da kommen wir dann schon in fischigere Gegenden, wo sich gerade Deutschland schwieriger tut als beim Bereitstellen von Geld. Genau, da sprechen wir natürlich gleich noch mal ausführlicher drüber. Frau Prugger, heute Morgen gab es ja wieder Angriffe auf Kiew, Drohnenangriffe, wenn wir das hören, was Herr Gressel ja gerade gesagt hat, dass wir ja natürlich über die militärische Unterstützung dann auch sprechen. Was hören Sie? Sie sind im Moment in Wien, haben aber jetzt ja ganz viel Zeit in Kiew verbracht, waren bis vor kurzem da und haben natürlich auch Kontakt zu ihren Freunden dort. Was hören Sie? Was bedeutet das, diese Drohnenangriffe da heute Morgen wieder? Ja, ich habe mich heute Morgen natürlich sofort
erkundigt, wie es meinen Freunden geht in Kiew. Die meisten sind durch die Explosionen aufgewacht heute Morgen, eben nicht durch den Luftalarm. Denn das ist ja ein Geräusch, mit dem die Bewohner in der Ukraine seit Monaten leben und sich deshalb auch an dieses Geräusch gewöhnt haben. Und das muss man auch immer wieder sagen. Also dieser Krieg dauert ja schon monatelang an, in manchen Teilen des Landes auch schon 8 Jahre. Und ja, diese Angriffe mit Drohnen und Raketen, die hören nicht auf. Wir erleben die in Kiew seit Anfang Oktober. Kiew hat sich bis dahin eigentlich relativ weit entfernt von der Frontlinie angefühlt, auch Lviv im Westen der Ukraine. Aber Russland schafft es natürlich mit diesen konstanten Angriffen auf die zivile Infrastruktur, aber eben auch auf die Strom- und Heizversorgung dafür zu sorgen, dass sich die Bevölkerung in der Ukraine mittlerweile vor einer zweiten Front wiederfindet, nämlich vor der Energiefront. Und darauf versucht sich die Bevölkerung natürlich schon seit dem Sommer vorzubereiten. Das war auch klar, dass Russland die Infrastruktur angreifen wird. Allerdings kann man sich nur bis zu einem gewissen Punkt auf diese Angriffe vorbereiten, denn die werden ja nicht aufhören, auch in den nächsten Wochen und Monaten. Und das, was jeder persönlich für sich tun kann, ist natürlich sehr begrenzt. Und auch das, was die Regierung für die Bevölkerung tun kann, mit diesen Aufwärmzentren, die ja jetzt überall im Land eröffnet wurden, das ist immer ein Tropfen auf den heißen Stein, solange Russland nicht mit den Angriffen aufhört. Schauen wir gleich später noch mal etwas genauer auf das, was die Energie Situation, auf die Energiesituation in der Ukraine. Noch eine Frage, weil es jetzt gerade diese Drohnenangriffe gab. Wird dann auch eine Forderung laut nach mehr Abwehrsystemen, weil die helfen ja dann letztendlich? Die Rolle, die diese Abwehrsysteme spielen, die sind eine sehr große und deswegen werden die natürlich auch gefordert. Man darf auch nicht vergessen, dass mittlerweile ein großer Teil der Bevölkerung in der Ukraine wirklich sämtliche Namen und Modelle von Waffen kennt, einfach weil dieser Krieg wirklich jeden betrifft und sich durch jede Familie zieht. Und deswegen fordern natürlich auch die Menschen dort, also eben nicht nur die Regierungsverantwortlichen, sondern auch die Menschen in der Ukraine, dass mehr Luftabwehrsysteme geliefert werden. Denn wie wir sehen, heute Morgen sind die ja absolut erforderlich, um dafür zu sorgen, dass Russland nicht noch mehr Infrastruktur zerstört, aber eben auch Menschen tötet. Denn bei diesen Angriffen kommen natürlich auch immer wieder Menschen ums Leben. Mhm. Und man darf auch nicht vergessen, dass jedes Mal, wenn die Schäden behoben werden, wenn wir über die Infrastruktur sprechen, Menschen ihr Leben riskieren, um eben diese Reparaturen durchzuführen. Mhm. Bleiben wir mal bei diesen Abwehrsystemen, Frau Fink-Krämer. Sie haben sich gegen zu viele Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Wenn Sie das jetzt hören, was Frau Prugger schildert, die Menschen gerade auch seit Oktober, seit dieser Angriff noch mal so verschärft wurde, auch Richtung Kiew. Wenn Sie das hören, warum möchten Sie nicht, dass Abwehrsysteme geliefert werden? Also ich habe nie gesagt, dass ich nicht will, dass Abwehrsysteme geliefert werden. Ich habe immer gesagt, wir müssen auch alles andere, was getan werden kann, um die Situation für die Menschen zu erleichtern, im Blick bleibt und auch in den Finanzierungsplänen bleibt. Ne? Und das ist ganz aktuell sowas wie humanitäre Hilfe, aber auch eben die Lieferung von Systemen, mit denen man zumindest lokal Strom erzeugen kann, von Wasserversorgung, Wasseraufbereitungssystemen, klassische humanitäre Hilfe, Medikamente, medizinisches Material, das alles wird ja auch zerstört und wird dann benötigt. Ne? Und es reicht eben nicht, Abwehrsysteme zu liefern, ne? Sondern es ist wichtig, das zu liefern, was die Menschen zum Überleben brauchen. Aber und wären Sie auch bereit zu sagen, wir müssen doch mehr schwere Waffen, wir müssen Panzer liefern? Also mich wundert immer, dass die USA zum Beispiel keine Panzer liefern. Ne? Denn es ist ja nicht so, dass jetzt Deutschland wahnsinnig viel überzählige Panzer rumstehen hat. Ne? Und da bin ich Diplomatin eher als Militärexpertin. Ne? Ich glaube nicht, dass Deutschland ausgerechnet das erste Land sein sollte, was Panzer liefert. Wo wir das ja auch teilweise tun. Herr Liebmann, was sagen Sie? Heute im Bundestag in der Debatte hat der Oppositionsführer Merz nochmal darauf hingewiesen, dass eben Kampf- und Schützenpanzer fehlen. Dass es eben wichtig ist, dass die Ukraine dieses Gerät bekommt. Was finden Sie? Sollte Deutschland da liefern? Ich glaube tatsächlich, das sagt uns viel mehr darüber, wie die deutsche Debatte abläuft und viel weniger
weniger darüber, wie die Lage in der Ukraine an den Fronten ist. Wir müssen das einfach ehrlich zugeben. Deutschland ist keine entscheidende Kraft im Sinne von Lieferung von Waffen und kann auch angesichts der Lage der Bundesrepublik, angesichts der Lage der Bundeswehr nicht diese entscheidende Kraft sein. Die entscheidende Rolle werden die Vereinigten Staaten übernehmen. Was aber Deutschland machen sollte, und da stimme ich Ihnen völlig zu, ist eine ganz entscheidende Rolle bei dem Wiederaufbau, der nicht nach dem Krieg anfangen soll, sondern gerade jetzt. Jetzt braucht die Ukraine massive Stärkung der Resilienz der Energieinfrastruktur. Und das kann Deutschland leisten, das kann die deutsche Industrie leisten. Und da ist es absolut sinnvoll, auch sehr viel Energie und sehr viel finanzielle Mittel zu poolen. Aber es heißt auch, es gibt auch Panzer, die man liefern könnte. Es ist für mich einfach nicht die zentrale Frage jetzt, um ganz ehrlich zu sein, wenn wir über deutsche Debatte sprechen. Okay, Herr Gressel, wie sehen Sie es? Wie wichtig ist es, eine merkwürdige Debatte, dass aber noch mal wieder über Panzer geredet wird? Es ist eine merkwürdige Debatte, weil man wird also in Europa über die deutschen Panzer nicht hinweggehen. Das Problem, das Europa hat, ist, dass es sich ja in den vergangenen 20 Jahren im Grunde auf einen Kampfpanzer unter Anführungszeichen geeinigt hat, dass im Grunde der Leopard 2 der europäische Kampfpanzer ist. Der ist überall vorhanden. Und dass man, wenn man aus Europa Kampfpanzer liefert, um den nicht umhinkommt. Die Frage nach amerikanischen Kampfpanzern stellt sich auch. Allerdings sind die in der Lieferung, in der Logistik etwas schwieriger jetzt bereitzustellen als der deutsche Leopard 2 bei den Amerikanern. Was mich eher verwundert, ist, dass sie keine Schützenpanzer liefern, weil Bradley gibt es an und für sich in den USA genug. Die sind auch im besseren Zustand als die dortigen Abrams, die man ja an Polen, an Australien ausliefert. Das Problem ist nur, man kann in diesen Fragen nicht lange Ping-Pong spielen und Ausreden erfinden und sich hintereinander verstecken. Die ukrainische Armee braucht mechanisierte Reserven. Ohne die ist dieser Krieg nicht nur nicht zu gewinnen, ohne die ist die Verteidigungsbereitschaft der Ukraine nicht aufrechtzuerhalten. Und da gehen diese ganzen Ausreden, die eben auch in Deutschland beschworen werden, einfach nicht mehr lange aus. Irgendwann muss die Entscheidung jetzt fallen, was die Ukraine, welchen System wir die Ukraine ausbilden wollen, was wir einführen wollen, damit auch im Frühjahr, auch über das nächste Jahr hinweg die Einsatzfähigkeit ihrer mechanisierten Reserven erhalten bleibt. Mhm. Und wenn wir da in eine Situation kommen, wo wir im Frühjahr unter dringendster Munitionsnot irgendwas liefern müssen, dann bringen wir die Ukraine da in höchste Gefahr und das sollte vermieden werden. Man muss aber doch jetzt erstmal durch diesen Winter kommen. Also vielleicht schauen wir da nochmal drauf, was denn die Ukraine im Moment jetzt eigentlich am dringendsten braucht, um diesen Winter zu überleben. Nur das Problem ist, das geht nicht so. Ein Waffensystem braucht eine Zeit der Ausbildung der Soldaten, der logistischen Vorbereitung. Also Olaf Scholz hat Ende Mai IRIS-T angekündigt und das Waffensystem wurde dann Ende Oktober geliefert. Das ist auch bei anderen Waffensystemen so, das geht nicht auf Knopfdruck. Das heißt, man muss immer vorausplanen, schauen, wo gehen der Ukraine gewisse Ressourcen aus, was brauche ich für Vorlaufzeit, um das zu bedienen und wie und wann, nach welchem Takt muss ich das einfädeln. Das ist bei der zivilen Infrastruktur ja auch so. Also Generatoren oder Transformatoren, vor allen Dingen Energietransformatoren, Stromtransformatoren, die haben über ein Jahr Wartezeit, bis ich die bekomme. Aber jetzt braucht man die, genau. Frau Brugger, was würden Sie denn sagen, jetzt mit Blick auf den Winter, was brauchen die Menschen in der Ukraine am meisten? Sie sind ja auch gereist, Sie waren im Donbass und in Lviv. Wir können auch zwischendurch mal auf eine Karte schauen, da sieht man noch mal genauer, die Ukraine, Lviv ganz im Westen und das sind die hell-türkisen Gebiete, sind die Ukrainer wieder zurückerobert haben. Also nach dem, was Sie haben einen guten Überblick über das ganze Land. Was wird da im Moment am dringendsten gebraucht, damit man durch diesen Winter kommt? Also ich sag's ganz ehrlich, die Menschen brauchen Strom und die Menschen brauchen eine Heizung, um durch diesen Winter zu kommen. Und das ist natürlich nicht überall im Land möglich gerade. Gerade wenn wir über die ehemals besetzten Gebiete sprechen, wo ich auch vor kurzem war, im Donbass, zeigt sich ein Bild der absoluten Zerstörung. Man kann es nicht anders beschreiben. Also ich war in Städten wie in Izium oder in Liman, die einfach großteils zerstört wurden durch die Kampfhandlungen. Und auch dort wohnen immer noch Menschen, die seit Monaten keinen Strom haben und kein fließendes Wasser. Vor allem in Liman ist die humanitäre Situation sehr, sehr schlimm. Ich habe da Menschen getroffen, die seit Monaten in ihren Kellern leben, weil ihre Wohnungen und ihre Häuser eben teilweise oder ganz zerstört wurden und deshalb auch nicht beheizt werden können. Und man sieht da Menschen, die vor den Häusern Holz hacken, mit Holz, das sie in Wäldern gefällt haben, in die man eigentlich gar nicht reingehen soll, weil die noch immer vermint sind. Mhm.
und man sieht Familien, die in Innenhöfen und Hinterhöfen kochen. Das heißt, die Situation ist hier wirklich ganz schwierig für die Menschen und die Regierung versucht auch gerade aus diesen Gebieten die Bewohner in andere Landesteile zu evakuieren, weil man hier auch nicht dafür sorgen kann, dass es in den nächsten Wochen und Monaten wieder eine Stromversorgung geben wird oder fließendes Wasser oder eben eine Heizung. Und das ist wirklich ein Bild, das sich in den unterschiedlichen Regionen auch zeigt, eben vor allem in diesen Gebieten, die befreit wurden, vor allem auch in Cherson. Und generell im ganzen Land ist es so, dass sich die Bevölkerung darauf einzustellen versucht, dass dieser Winter einfach unfassbar schwierig wird, dass es Blackouts geben wird, dass man wahrscheinlich auch in einer frierenden, also frierend in der Wohnung sitzen wird. Das heißt, hier werden Stromgeneratoren gekauft, aber ich denke, wenn es wirklich minus 10, minus 15 Grad haben sollte und die Menschen dazu gezwungen sind, dann werden sie auch aus Städten wie Kiew fliehen müssen, vielleicht in angrenzende Regionen, aber vielleicht auch in EU-Länder, denn Kiew hat beinahe 3 Millionen Einwohner und ist eine moderne Stadt, die von Strom abhängig ist. Und ich denke, man darf ja auch nicht vergessen, dass man über die Würde der Menschen spricht, wenn man von diesen Situationen erzählt. Wenn man sich das vorstellt, dass man dazu gezwungen ist, Schnee auf dem Balkon einzusammeln, um zu Hause Wasservorräte zu haben oder sich an den öffentlichen Brunnen anstellen muss, einfach nur damit man seinen Haustieren Wasser geben kann, dann ist das natürlich eine sehr entwürdigende Situation und deswegen sind die Menschen natürlich auch wütend, dass Russland sie dazu bringt, eben genau so zu leben. Mhm. Herr Lippmann, Frau Fink-Kremer, wenn Sie das hören, diese Schilderung und diese, also müssen wir noch stärker oder wie können wir denn jetzt stärker dann doch die Menschen unterstützen? Wie schauen Sie denn auf diesen Winter? Ja, ich erwarte in diesem Winter leider nichts Gutes, weil die russischen Angriffe fortgesetzt werden. Und Sie haben auch die Fragen über die Abwehrsysteme gestellt. Also Patriot steht jetzt in der Debatte. Unabhängig davon, wie die Entscheidung jetzt fällt, von dem, was ich gelesen habe, braucht man unter normalen Bedingungen 6 Monate für die Ausbildung des Personals, das Patriot bedient. Und der Einsatz von NATO-Personal in der Ukraine, da glauben wir uns alle einig, ist 100% ausgeschlossen. Egal, was passieren wird, dieses Risiko kann man nicht annehmen, weil es eine katastrophale Eskalation bedeuten kann. Das heißt, man muss einfach realistisch sein. Russland hat da Möglichkeit, den Angriff auf ukrainische kritische Infrastruktur fortzusetzen. Aber der Winter setzt ja auch der russischen Armee zu. Also, oder ist die so viel besser da aufgestellt? Naja, die Frage ist halt, was man macht. Dass die russische Armee im Winter auch Offensiven durchführen wird, ist ja die eine Frage. Die andere Frage ist, ob man Luftangriffe fortsetzen kann mit Drohnen und mit der anderen Ausrüstung, die der russischen Armee zur Verfügung steht. Mhm. Und meine Befürchtung ist, dass diese Art von Angriffen grundsätzlich sehr lange und sogar unter extrem ungünstigen Bedingungen fortgesetzt werden kann. Was für mich auch bedeutet, dass man einfach realistisch sehen muss, schauen muss auf den Ausmaß der Zerstörung, der noch leider in diesem Krieg kommen kann. Mhm. Frau Fink-Kremer, was würden Sie sagen? Was wäre das Wichtigste jetzt, wie man in diesen Winter geht? Also ganz sicher zu gucken, was in der Europäischen Union an Generatoren, an Wasseraufbereitungsanlagen, an Know-how zum Umgang mit Abwasser da ist, ne? Weil wahrscheinlich auch Abwasserleitungen teilweise zerstört werden, wenn irgendwelche Raketen einschlagen. Und dass man da quasi Geld und Know-how, was es beides in Deutschland gibt, zur Verfügung steht. Wir haben das Technische Hilfswerk, was ja ein Stück weit auch eine Besonderheit ist, wo eben auch dann wahrscheinlich Techniker aus der Ukraine ausgebildet werden können, grenznah, und dann mit den Geräten in die Ukraine zurückfahren und sie da direkt einsetzen können. Und da weiß ich, da braucht man keine 6 Monate. Ne? Also zum Anlernen. Also das wäre wichtig und wäre schneller. Ja, ich würde trotzdem noch mal gerne, Herr Gressel, Sie noch mal fragen, was sich militärisch ändern kann. Sie haben von Zuständen wie im Ersten Weltkrieg gesprochen. Was meinen Sie damit genau? Ja, wenn man sich die Front in Bachmut anschaut, schaut das so aus, wie wir da. Also Russland greift ja an, indem es stark mit Artillerie den Gegner zerstört und dann sozusagen eine Welle Infanterie vorschickt mit Panzern, um die Stellungen einzunehmen, die man vorher zerschossen hat. Dann besetzt man diese Stellungen, verlegt das Artilleriefeuer in die Tiefe und schießt sich weiter vorwärts. So primitiv läuft unter Anführungszeichen der Krieg ab, weil die Russen im März
April die Erfahrung gemacht haben, dass sie mit tieferen Operationen, also schnell tief in die ukrainische Tiefe zu stoßen, sich nur Probleme einhalten, dass ihre Funkgeräte nicht gut sind, dass ihre Koordination nicht wirklich klappt. Und so braucht man das im Grunde nur mit der Uhr koordinieren. Bis X Uhr schießt man in die erste Linie, bis Y Uhr in die zweite Linie und damit weiß jeder, wann er bis wann vorzurücken hat. Das heißt, dass die russischen Angriffe sehr langsam vor sich gehen. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt nicht unter den Ukrainern auch Verluste erzeugen. Gerade dieses heftige Artillerietrommelfeuer ist für die ukrainischen Streitkräfte enorm korrosiv, weil sie eben zu wenig gepanzerte Fahrzeuge haben, um Transporte in und durch dieses Artilleriefeuer zu benehmen. Mit einem Schützenpanzer kann ich da durchfahren, aber mit zu Fuß Infanterie, Territorialverteidigungskräfte zu Fuß, die arbeiten sich dann wirklich von Graben zu Graben, von Granattrichter zu Granattrichter vor, wie wir das aus Filmen im Westen nichts Neues kennen. Und das ist natürlich eine blutige Angelegenheit. Und es bindet dieses Verteidigen von Bachmut und Umgebung ja auch erhebliche ukrainische Kräfte. Es ist nicht so, dass sozusagen nur weil wir jeden Tag die Meldungen hören, Angriffe wurden zurückgeschlagen, dass das ohne Verluste abging und dass es ohne Gefallene abging. Aber wie dramatisch kann die Situation auch für Russland werden? Also kann es dadurch, dass die Situation schlecht ist, die Ausstattung da nicht so gut ist, dass es dann auch eben schwieriger wird für Russland in diesem Winter weiterzukommen? Für Russland sind die Verluste an Menschen ungleich höher als auf der ukrainischen Seite. Das erstens dadurch, dass man die Leute wirklich in den Tod schickt und verheizt in solchen Angriffen. Das Zweite ist, dass die Kommandanten auch gar nicht Fürsorge tragen für ihre Soldaten, dass Verwundete nicht geborgen werden, dass hier entsetzliche Zustände herrschen. Aber das Problem ist, das Regime Putin stützt sich ja auch innenpolitisch auf Macht, Gewalt und Druckausübung und nicht auf demokratische Legitimität. Und das ist den Machthabern in Moskau zu einem sehr hohen Grad egal, wie viele Leute da verheizt werden. Das wäre jetzt nochmal die Frage an Sie, Herr Lippmann. Es gibt eine Analyse von einer unabhängigen Zeitung, der Moscow Times, die sagen, dass immer weniger Menschen in Russland glauben, dass das eine gute Idee war, die Ukraine anzugreifen. Das heißt, es ist von Kriegsmüdigkeit die Rede. Ist das eine Einschätzung, die Sie teilen? Ist das inzwischen spürbar in Russland? Wir haben jetzt eigentlich zwei entgegengesetzte Entwicklungen in Russland. Und die eine geht tatsächlich in die Richtung, von der Sie sprechen. Neulich wurden auch die Daten von einer geheimen Befragung geleakt, die angeblich von FSO durchgeführt wurde, einem der russischen Sicherheitsdienste, nachdem über 50% der russischen Bevölkerung jetzt Verhandlungen unterstützen würden und nur 20-30% für den weiteren Krieg stehen. Das ist der eine Trend, tatsächlich die Kriegsmüdigkeit. Leider gibt es auch den anderen Trend und den muss man offen benennen. Je mehr russische Soldaten an der Front fallen, desto mehr russische Familien mobilisieren sich und radikalisieren sich. Natürlich. Ja. Das sind auch gefallene Freunde, das sind auch gefallene Kameraden. Und unabhängig von dem Anlass, unabhängig von dem Grund für den Krieg, entsteht auch der Wunsch, für die zu kämpfen. Entsteht auch der Wunsch, irgendwelchen Sinn dem Tod zu vergeben. Und wenn die Lage so weitergeht, insbesondere mit der Mobilmachung, mit möglichen neuen Wellen, habe ich unglaubliche Furcht, dass irgendwann der Krieg auch nicht nur Putins Regime mobilisieren wird, was jetzt passiert ist, sondern auch zu massiven Veränderungen der Stimmungen in der russischen Bevölkerung führt, wo auch die meisten Russen sagen werden, der Krieg muss weitergehen, es muss einen Sinn haben. Und dann sind wir, also es kann schlimmer gehen. Okay, also Sie sehen im Moment noch keine positive Entwicklung, dass da eine Bewegung ist, die sagt, wir müssen damit aufhören. Das sehe ich überhaupt nicht. Das ist auch, Sie haben recht, ein autoritärer Staat. Ja. So einfach ist es auch nicht. Wer aber, Frau Finck-Kremer, Sie wollen ja gerne, dass Verhandlungen irgendwie möglich gemacht werden. Das wäre ja sozusagen eine Voraussetzung. Ja. Also ich habe dazu noch einen Aspekt, denn es gibt ja für die Familien immer zwei Möglichkeiten. Das eine ist, die Söhne in den Krieg ziehen zu lassen und das andere ist, den Söhnen zu helfen, ins Ausland zu kommen. Ja. Und wenn wir nicht nur diese politische Zusage hätten vom Bundestag, dass eben Deserteure und Kriegsdienstverweigerer aus Russland aufgenommen werden in Deutschland, sondern wenn wir tatsächlich sowas wie einen Korridor aus den Ländern, wo sie noch ohne Visum hinkommen, also Istanbul, Türkei oder Georgien aufbauen würden und sagen würden, so, wenn ihr auch nur plausibel machen könnt, dass euch eine Einberufung bevorsteht. Also nicht erst, wenn ihr die Einberufungspapiere habt und dann es noch schafft, rauszukommen, sondern wenn ihr plausibel machen könnt, ihr wollt euch diesem Krieg entziehen und eben nicht in Georgien bleiben könnt auf Dauer oder in Istanbul, dann kriegt ihr hier Asyl in Deutschland, bis dieser Krieg vorbei ist. Damit könnten wir den Familien eine Alternative
dazu bieten, dass ihre Söhne in den Krieg ziehen müssen. Und ich glaube, das wäre sehr hilfreich. Ein anderer Punkt, wo man noch indirekt unterstützen kann, auch aus friedenspolitischer Sicht, ist, dass man die Kräfte in Belarus unterstützt, ja. Die eben gegen eine Einbeziehung von Belarus in diesen Krieg arbeiten. Ich habe heute mit einer Menschenrechtspolitikerin aus Belarus, die im Augenblick im Exil lebt, das einer Bundestagsabgeordneten vorgestellt, diese Arbeit. Da kann ganz viel passieren, denn das sind vielleicht nur 20.000, 30.000 Soldaten, die Lukaschenko beisteuern könnte. Aber wenn man das schafft, die rauszuhalten aus diesem Krieg, dann ist das auch für die Ukraine eine Erleichterung, Belarus rauszuhalten. Und eben auch, damit Lukaschenko nicht auf die Idee kommt, eben auch Kriegsdienstverweigerer aus Belarus aufzunehmen. Und schließlich muss man natürlich auch in der Ukraine sagen, das ist ein demokratisches Land, die haben kein formales Recht auf Kriegsdienstverweigerung, aber die, die nicht kämpfen können und wollen, auch die müssen notfalls Asyl kriegen. Ne? Ein Satz dafür. Ja. Ich stimme dem völlig zu, aber ich glaube, das ist auch Teil dessen, wo wir unsere Debatte schauen müssen. Wir diskutieren sehr viel über Panzerlieferungen, diskutieren aber gar nicht unbedingt darüber, welche Wirkungen die Maßnahmen, die jetzt in der EU ergriffen werden, tatsächlich auf unsere Fähigkeit haben, irgendwas in Russland zu verändern. Wir haben jetzt Verbot des russischen, des wichtigsten, unabhängigen, regimekritischen Senders DOZD in Lettland. Aus ehrlich gesagt, ich sag's ehrlich, sinnlosen Gründen, die, glaube ich, niemand ernstzunehmend tragen würde. Und auf diese Weise hat diese Entscheidung, den Versuchen, in Russland etwas zu verändern und den Krieg zum Ende zu führen, massiv geschadet. Darüber bräuchten wir genauso viel zu reden, ob wir Leoparde liefern oder nicht. Okay, ich würde Frau Proger gerne noch mal einbinden. Frau Proger, wenn man jetzt schaut, es wird ja viel darüber gesprochen, dass der Mut, der Kampfeswille bei den Ukrainern noch so stark ist. Und heute gab es den Sacharow-Preis für das ukrainische Volk. Ist das ein Punkt, wo Sie sagen, ja, das gilt auch weiterhin? Und es gibt eben ganz wenige Menschen, die sagen, wir gehen nicht in diesen Krieg, obwohl die Verluste so hoch sind? Den Menschen, die in der Ukraine leben, die haben ja nicht die Wahl zu sagen, sie wollen mit diesem Krieg nichts zu tun haben. Der Krieg zieht sich durch das gesamte Land und wie ich vorher gesagt habe, durch mittlerweile fast jede Familie. Da geht es darum, dass Menschen fliehen mussten, gestorben sind, gefallen sind, verwundet wurden, dass Menschen ihre Häuser verloren haben, ihre Wohnungen zerstört worden sind, ihre Zukunftspläne genommen wurden, dass sie ihre Arbeit verloren haben. Das heißt, man kommt diesem Krieg ja nicht aus. Das heißt, die Menschen wissen, dass sie hier für ihre Freiheit und für ihr Leben eigentlich kämpfen. Und zwar nicht nur mit Waffen, sondern eben auch damit, dass sie die Soldaten oder eben die anderen Mitmenschen unterstützen, indem sie zum einen zum Beispiel Lebensmittel zur Verfügung stellen, aber auch einfach, indem man solidarisch ist. Und man weiß natürlich, dass dieser ukrainische Widerstandswillen, der kommt ja nicht erst den gibt es ja nicht erst seit diesem 24. Februar, sondern die ukrainische Zivilbevölkerung, die hat in den letzten Jahren ja gezeigt, dass sie sich nicht unterkriegen lässt. Es gab in der Ukraine mehrere Revolutionen. Man hat hier dafür gesorgt, dass die Ukraine eben eine aufstrebende Demokratie wird. Und genau das hält man in der Ukraine übrigens auch der russischen Zivilbevölkerung oder der russischen Bevölkerung vor. Denn man darf ja nicht vergessen, dass sehr viele in der Ukraine Verwandte und Freunde haben in Russland oder dass sie dort gearbeitet haben oder ihren Urlaub dort verbracht haben. Und da gab es vor allem in diesen ersten Tagen und Wochen des Krieges sehr viele Gespräche auch mit eben Verwandten und Bekannten in Russland, die ja sagen, dass sie den Ukrainern und Ukrainerinnen nicht glauben, wenn es zu Angriffen kommt. Und das nimmt man der Bevölkerung in Russland übrigens sehr übel. Und da sehe ich auch sehr wenig Spielraum, dass man hier die Beziehungen zwischen diesen beiden Bevölkerungsgruppen wieder relativ bald wieder eben vielleicht beleben kann oder dass es hier nochmal zu einem Dialog kommt. Denn in der Ukraine sieht man, dass die russische Zivilbevölkerung zuschaut, dass die Bevölkerung mitmacht. Und man sieht hier eben die Menschen in Russland auch als eine Art Komplizen.
Ja, dann schauen wir doch mal, Herr Gressel, gibt es denn überhaupt irgendwie eine Chance, dass man sagt, also der Bundeskanzler Scholz hat vor dem Ostausschuss der deutschen Wirtschaft gestern gesagt, also es muss auch nach eine Kooperation mit Russland wieder möglich sein, wenn der Krieg beendet ist. Also er hat, das ist ja sozusagen so eine kleine Türöffnung. Also sehen Sie irgendeine Möglichkeit, man sagt ja, in irgendeine Richtung der Verhandlungslösung zu kommen? Ja, das hat er gestern gesagt, sozusagen, weil der Ostausschuss hatte eine gewisse Position zu Osthandel und der Kanzler will auch diesen Leuten gefallen und dann wird halt sowas gesagt. Das heißt, Sie nehmen das nicht so ernst? Also ich nehme solche Dinge überhaupt nicht ernst. Die Frage, die man sich berechtigt stellen kann, die aber auf die es aber jetzt überhaupt keine Antwort gibt, also die Frage ist erstens, wie endet dieser Krieg? Mhm. Und wie verändert sich Russland durch diesen Krieg? Das Problem ist ja, es ist ja nicht nur Putins Krieg, sondern es gibt eine Elite, eine Machtelite, die der Sowjetunion nachhängt und die diesem autoritären System dient und die ihm auch gefügig ist und die in diesem Krieg ja auch willentlich herbeigeredet und mit unterstützt hat. Nach dem Krieg bleibt Putin an der Macht, bleibt diese Elite an der Macht oder was passiert in diesem Staat? Und davon hängt zu einem sehr großen Teil ab, ob man mit Russland und in welcher Form man kooperieren kann oder nicht. Nur all das ist jetzt Glaskugelschau. Sozusagen im Verhältnis zu uns, das große Feindbild der Westen, wenn man sich die Propaganda anschaut, die im Staatsfernsehen hier getrommelt wird, ich weiß nicht, wie lange es auch braucht, um das aus dem, auch wenn sich am politischen Moskau etwas tut, aus den Köpfen der Leute wieder rauskriegt. Wenn ich gerade in Österreich schaue, wo die Vergangenheitsbewältigung ja nicht so effizient war, wie stark da und auch bei starken Kreisen hier in Deutschland, wie stark da Goebbels mit seinen alten Vorurteilen noch herumgeistert und der Überlegenheitswahn aus manchen Köpfen nicht rauszukriegen ist. Und das ist am Ende einer 70, 80-jährigen Geschichte und hier reden wir es von einem sehr frischen Angriffskrieg. Also in all diesen Dingen, ja, die Frage, das wird sehr viel Zeit brauchen. Ja, wird Zeit brauchen, aber die Frage ist, kann man es irgendwie beschleunigen oder unterstützen, Herr Liebmann? Also wie soll man damit umgehen? Und ist so eine Aussage des Bundeskanzlers, würden Sie sagen, das ist hilfreich? Ich finde, das ist eine sehr hilfreiche Aussage. Es ist auch eine sehr hilfreiche Aussage gegenüber den russischen Eliten. Weil es gibt tatsächlich in Russland Teile der Eliten, die dem Krieg committed sind. Aber es gibt auch große Teile der Eliten, die den Krieg zwar schweigend mittragen, aber offensichtlich den Krieg als Gefahr für sich sehen, als Gefahr für eigene Interessen, als Gefahr für eigene Pläne. Und gegenüber diesen Menschen eine Tür offen zu halten und sagen, wenn sich etwas ändert, man mit denen trotzdem in Dialog kommen könnte, halte ich für einen ganz klugen und durchdachten Schritt. Weil wenn diese Menschen sagen werden, und das sagt übrigens jetzt das russische offizielle Fernsehen, neulich gab es in einer der Talkshows die Aussage, wenn Russland den Krieg verliert, dann wird jeder einzige Russe und jede einzige Russin, auch wenn sie im Ausland sind, werden alle ihr ganzes Leben lang Reparationszahlungen zahlen. Dann wird jeder Feger aus Kreml nach Den Haag gebracht zu Prozessen. Dann werden diese Eliten auch dann sehen Sie keine Alternative, als den Krieg bis zum Ende zu unterstützen. Und das wollen wir nicht. Deswegen eine Tür offen zu halten, halte ich schon für ganz, ganz wichtig. Ja, da ist das nochmal wichtig, was Herr Liebmann gesagt hat zu diesem Sender Dosch. Ja. Also unabhängige russischsprachige Berichterstattung über die Deutsche Welle, über sowas wie Dosch, über vielleicht noch andere Exilsender. Dass man das unterstützt, dass man auch bei den EU-Nachbarländern dafür wirbt, das zu unterstützen, ne, ist das eine. Das andere ist Wissenschaftskooperation. Ne? Die gab es ja mit Russland zuhauf. Da ist ja alles kaputt. Also ist ja alles nein, seit dem Krieg ja, alles aber brach. Es ist zum Teil auch vom Westen abgebrochen worden. Ja, natürlich. Worden, ne? Also ja, so natürlich ist das nicht. Denn warum soll man die Kooperation in Bezug auf Sprachwissenschaft? Wollen Sie sich mit Narischkin an einen Tisch setzen und Historie diskutieren? Nein, aber es haben 15.000 russische Wissenschaftler, obwohl sie wussten, wie riskant das ist, einen Aufruf gegen diesen Krieg unterschrieben in den ersten Kriegstagen. Das sind 15.000 Leute, wo man hätte gucken können, mit wem kooperieren die in welchen Ländern und hätte diese Kooperationen stärken können. Die ganzen in Anführungsstrichen unpolitischen Wissenschaften, ne? Sprachwissenschaft,
wo es ja auch darum geht, dann zum Beispiel Deutsch, Russisch, also über klassische Literatur sich zu verständigen, über Linguistik. Sowas wie Archäologie, sowas wie Geschichtswissenschaften, könnte ja alles weiterlaufen. Und wo es eine Wissenschaftskooperation gab und gibt, die jetzt praktisch versucht, in Drittländern sich zumindest informell noch zu treffen, ist die ganze Forschung zu Abrüstung und Rüstungskontrolle. Ne? Da gibt es eine trilaterale Kommission, US-amerikanische Wissenschaftler, russische und deutsche, die treffen sich jetzt im Augenblick in Istanbul oder an ähnlichen Orten, um weiter zu überlegen, wie man diese rüstungskontrollpolitischen Themen, die ja Themen zwischen Russland und den USA sind, wie man die aufrechterhält. Das ist jetzt genau die Frage, Herr Gressel. Ist das ein Punkt, wo man sagt, es ist letztendlich, liegt es in Händen der USA, dass es irgendwie einen Anfang von Verhandlungen gibt? Nein, weil die USA kämpfen nicht aktiv. Also also einzuwirken natürlich auf Russland in irgendeiner Weise. Dass Russland der Part ist, der nicht verhandeln will bisher, ist ja klar. Das Problem ist, wir sind in diesem Krieg noch nicht in einer Ermattungssituation, wo Putin sich gewillt sieht, ernsthaft zu verhandeln. Wenn er sagt, es müssen Annexionen anerkannt werden über Gebiete, die Russland gar nicht kontrolliert, dann zeigt das ungefähr, wie ernsthaft er das meint. Also wir haben wahrscheinlich noch ein Jahr, wenn nicht zwei Jahre Krieg vor uns, bevor Putin so weit militärisch ermattet ist, dass er sich wirklich zu Verhandlungen bereit sieht. Und bis dahin ist das alles Schall und Rauch und sind Überlegungen, die man anstellen kann, aber es wird bei Überlegungen bleiben. Wobei es ja Einzelprobleme gibt, wo verhandelt wurde und wo auch weiter verhandelt werden kann. Das ist das Getreideabkommen, ne? Beziehungsweise Landwirtschaftsgüterabkommen, Landwirtschaftsgüter und Düngemittel. Es ist verhandelt worden über Saporischschja, worüber wir noch gar nicht geredet haben, dass da ein Riesenrisiko ist von einem schweren Atomunfall mitten in Europa. Und je nach Windrichtung trifft es dann auf jeden Fall immer die Ukraine, aber eben entweder auch Russland selber, also schlägt auf Russland zurück, deswegen ein gewisses Verhandlungsinteresse, oder eben nach Norden, nach Westen trifft es EU-Länder. Ne? Ist ein zweites Beispiel. Und über Gefangenenaustausch wird regelmäßig verhandelt. Und diese Ebene der geostrategischen Rüstungskontrolle und Abrüstung ist ja auch ein Konfliktpunkt zwischen Russland und den USA, der praktisch begleitend vertrauensbildend wirken kann, wenn, was auch gemacht wird von den USA aus, dort Vorschläge gemacht werden und Verhandlungen geleitet werden. Genauso ist übrigens auch Diplomatie das, was Olaf Scholz in Peking gemacht hat. Mhm. Dass er nach Peking gereist ist und sich mit dem Präsidenten Chinas hingestellt hat und gemeinsam gesagt hat, Atomwaffen dürfen nicht eingesetzt werden, unter keinen Umständen. Also auch sowas ist Diplomatie und letztlich wird China eine Rolle spielen. Ein paar positive Beispiele, wo es irgendwie funktioniert. Die Türkei wird eine Rolle spielen und das mit zu befördern, da kann Deutschland was tun, da können die USA was tun. Mhm. Frau Proger, wie wird das in Kiew gesehen? Wie schaut man auf diplomatische Versuche? Gibt es da irgendwie, glaubt man an so etwas? Gibt es da auch so etwas Hoffnung, dass es doch mal etwas bewirken könnte? Verhandlungen kann es erst dann geben, wenn auch die Ukraine zustimmt, dass sie bereit ist zu verhandeln. Und so wie wir das ja auch von der Regierung hören, ist das jetzt auf keinen Fall möglich für die Ukraine, denn der Krieg findet auf ukrainischem Territorium statt und die Schäden und die Auswirkungen wird die ukrainische Bevölkerung Jahrzehnte mit sich tragen werden. Und für die ukrainische Bevölkerung steht auch klar, dass die Grenzen wiederhergestellt werden sollen, dass es eben auch um eine Rückeroberung des Territoriums geht. 50% der Gebiete, die ja von Russland temporär besetzt wurden, wurden ja schon wieder zurückerobert. Das heißt, man sieht ja auch diese Erfolge, die Ukraine in den vergangenen Monaten durchaus erreichen konnte. Man darf nicht vergessen, dass in den ersten Kriegstagen und Wochen ja immer davon ausgegangen wurde, dass die Ukraine den Krieg sowieso verlieren wird. Und ich glaube, hier geht es einfach auch ganz klar darum, dass man die Diplomatie gerade auch gar nicht vertrauen kann, wenn man über Russland spricht. Gerade vorher wurde das Getreideabkommen erwähnt und eben der Hafen von Odessa. Wenn wir uns zurückerinnern, einen Tag nachdem dieses Abkommen beschlossen wurde, wurde der Hafen von Odessa wieder mit Raketen angegriffen. Das heißt, aus ukrainischer Perspektive heraus haben Abkommen, Verhandlungen und verschiedene diplomatische Lösungen mit Russland gerade keinen Sinn und auch keine Wertigkeit. Und man hofft sich hier eben auch vom Westen standhaft zu bleiben und eben auch nicht bei den Sanktionen
klein beizugeben. Und man darf auch nicht vergessen, dass hier auch noch ein anderes Land mittlerweile eine Rolle spielt, nämlich der Iran, wenn wir eben über verschiedene Waffen sprechen. Und das heißt, hier erwartet man sich eben auch nicht sofort nach Verhandlungen zu rufen, denn das hat gerade aus ukrainischer Sicht einfach sehr wenig Sinn. Also wir müssen uns, wenn ich es richtig verstehen habe, Herr Gressel, einstellen auf, dass der Krieg noch länger dauert. Es heißt ja, dass also der ukrainische Außenminister Kuleba erwartet eine Großoffensive im Januar und Februar. Worauf basiert man das? Also was denken Sie? Es sind ja ein Großteil der mobil gemachten russischen Soldaten noch nicht in der Ukraine eingetroffen. Also von diesen etwa 300.000 mobil gemachten Männern sind 70.000 bis 100.000 in der Ukraine und der Rest ist noch in Training in Belarus, in Russland. Und mit dem Eintreffen dieser Kräfte wird natürlich das, was jetzt in Bachmut geschieht, dann wahrscheinlich auch an anderen Teilen der Front geschehen. Und die Ukraine macht sich da auch große Sorgen. Erstens, dass es nicht die letzte Welle der Mobilisierung ist, sondern dass es weitere Wellen, nachdem die Leute jetzt aus den Kasernen draußen ist, weitere Wellen an Mobilmachung geben könnte. Das Zweite ist, dass Russland Druck auf Belarus ausübt, auch diesem Krieg beizutreten und dann von Norden noch mal eine zweite Front eröffnet wird. Und ja, das sozusagen ist der Gedanke, mit dem man in das nächste Jahr geht und die Ängste, die man hier jenseits der Raketen hat. Eine andere Diskussion, die dann ja immer auch folgt, wenn wir über unser Verhältnis zur Ukraine sprechen, ist die Frage der Flüchtlinge. Auch das ist ja möglich, dass das ansteigt. Herr Lippmann, womit rechnen Sie und denken Sie, dass die Unterstützung des Westens und auch Deutschlands anhält, wenn noch mehr Flüchtlinge kommen? Das wäre sehr wünschenswert, aber da muss ich ehrlich gestehen, habe ich meine Zweifel. Ich habe gerade neulich die Nachrichten gelesen, dass sogar in Polen, obwohl da die offiziellen Zahlen der Unterstützung für die Geflüchteten extrem hoch sind, es soziologische Untersuchungen gibt, qualitative, die zeigen, dass es immer mehr Zweifel gibt in der Bevölkerung. Es ist einfach für alle Gesellschaften eine ganz große Herausforderung. Und es wird eine sehr, sehr große Herausforderung auch für Europa bleiben. Und dass die neuen Wellen kommen, ist sehr wahrscheinlich. Also, falls ich das richtig verstehe, behauptet die ukrainische Regierung, dass jetzt in diesem Winter die Leute eher in die ländlichen Gebiete fliehen werden, wo es auch geheizt werden kann. Aber es werden die Leute auch nach Europa kommen und es wird nicht einfach. Frau Brugger, sehen Sie Anzeichen dafür, dass mehr Menschen angesichts der Kälte da doch auch in die EU kommen? Sie haben es ja vorhin vom Donbass beschrieben, dass die Leute da eigentlich nicht weg wollen, obwohl die Situation ja so schlecht ist. Ja, ein großer Teil der Menschen, die geflohen sind, sind ja in andere Landesteile, sind in anderen Landesteilen untergekommen und die Menschen, mit denen ich spreche, die in der Ukraine leben, die wollen nicht fliehen, die wollen ihr Land nicht zurücklassen. Und die sagen auch, dass sie gar nicht wissen, wo sie jetzt noch vielleicht unterkommen sollen. Denn diese ersten großen Fluchtbewegungen, die es ja am Anfang des Krieges gegeben hat, die haben ja auch gezeigt, dass eben viele Menschen in EU-Ländern mittlerweile geblieben sind. Und hier fragen sich viele, ob es überhaupt noch Platz für sie gibt im Ausland. Und natürlich wird es so sein, dass die Menschen, wenn sie eben vielleicht erfrieren könnten, fliehen werden. Das ist klar. Also ich glaube, hier ist es auch einfach menschlich nachvollziehbar, dass man versucht zu überleben. Viele erkunden sich eben, ob Freunde eine Datscha haben, also ein kleineres Haus außerhalb der Stadt oder in den Dörfern, wo man unterkommen kann, weil man dort eben auch mit Holz heizen kann. Aber das ist auch alles keine langfristige Lösung. Und das heißt, hier wird sich in den nächsten Wochen zeigen, ob sich wieder mehr Menschen aufmachen werden, um eben das Land zu verlassen. Herr Gressel, denken Sie, dass die Diskussion um Flüchtlinge aus der Ukraine nochmal die Diskussion über Unterstützung grundsätzlich nochmal beeinflussen wird? Ja, ich glaube, es eigentlich weniger. Es gibt eine sehr hohe Solidarität. Ich glaube, hier ist auch die Bevölkerung gerade in Deutschland oft progressiver als die Regierung, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Geht auch viel Unterstützung aus der Gesellschaft heraus. Es wird natürlich eine Frage der Quantität sein. Das ist es immer so. Man muss jetzt auch sehen, durch diese Stromausfälle, die Ausfälle an den Fernheizanlagen in den Städten, die haben ja, wenn sie zu einem kälteren Zeitpunkt passieren, als jetzt etwa im Oktober, wo in Kiew für 30 Stunden die Heizung weg war,
ganz andere Auswirkungen. Wenn die Wasserleitungen in diesen, vor allen Dingen in diesen Wohnblocks einmal durchfrieren und wir großflächig Wasserschäden dann im Frühjahr haben an diesen Häusern, dann wird natürlich ein Großteil der Bausubstanz, in denen sehr viele Leute leben, einfach schlicht unbewohnbar. Und dann stehen wir vor einem ganz anderen Problem, vor dem wir jetzt stehen. Da müssen wir mit diesem Problem aber dann auch irgendwie umgehen. Also man kann die Leute nicht zwingen, in einsturzgefährdeten, wasseraufgeweichten Häusern zu leben. Das geht weder in der Ukraine noch irgendwo anders. Jetzt überlegen, wie man das vielleicht ganz, ganz kurz noch zum Schluss, Frau Brugger. Wir haben ja auch viel geredet über das Geld, was die EU, was der Bundestag, was Deutschland zur Verfügung stellt. Gibt es eigentlich irgendwas, was man als Privatperson tun kann von Deutschland aus? Also es gibt ja verschiedene Organisationen, die in der Ukraine tätig sind, vor allem auch viele ukrainische Initiativen, also kleinere Organisationen, die vor Ort sind und vor Ort helfen. Bei größeren Organisationen ist die Bürokratie manchmal etwas hinderlich, dann verzögert sich auch wieder die Hilfe. Also was braucht man am meisten? Vielleicht ganz kurz noch. Was wird am meisten gebraucht? Ich glaube, am meisten kann man derzeit wahrscheinlich wirklich mit Geldspenden auch die Initiativen vor Ort unterstützen, die es ja schon gibt. Okay, vielen Dank, Frau Brugger. Stromgeneratoren ist, glaube ich, etwas, was wichtig ist. Vielen Dank, Herr Grässl, Frau Fink-Krämer und Herr Lippmann für diese Diskussion. Wir sind morgen wieder für Sie da. Dann schauen wir auf den EU-Gipfel im Schatten der Korruption, der EU-Gipfel in Brüssel. Und jetzt geht es hier weiter mit Phoenix der Tag. Bis dahin. Tschüss.